Hallihallo, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, schön, dass ihr wieder reingeklickt habt. Es ist endlich soweit, heute auf den Tag, ja nicht ganz, also ungefähr auf den Tag. Vor 5 Jahren ging ein Video von mir online, in dem ich damals gefragt habe, warum wird der Schwarm von Frank Schätzing nicht verfilmt? Und ja, es ist soweit, es ist verfilmt worden, ist das nicht herrlich? Es gab ganz viele Kommentare darunter, hey, wieso wird doch verfilmt? Oder hey, ist doch verfilmt worden? Jetzt ist YouTube so eine Geschichte, das ist nicht linear. Das heißt, wenn ihr jetzt Michael Speyer und der Schwarm eingebt, dann kriegt ihr trotzdem das Video von vor 5 Jahren, in dem ich frage, warum wird das nicht verfilmt? Und wenn ihr das heute seht, dann denkt ihr, hey, hat er nicht mitgekriegt oder was? Nein, es ist halt ein altes Video, das ist nicht immer direkt ersichtlich. Jetzt gibt es ein neues Video, weil das ist ja mittlerweile verfilmt worden. Zunächst einmal ein bisschen was zur Geschichte. Im Jahr 2004, also vor 20 Jahren oder zumindest ungefähr vor 20 Jahren, schrieb Frank Schätzing halt seinen Roman Der Schwarm. Alles, was ihr darüber wissen müsst, habe ich bereits in dem anderen Video gesagt, dass ihr im Anschluss an dieses Video verlinkt bekommt und euch nochmal anschauen könnt. Bereits im Jahr 2006 hat Frank Schätzing schon bekannt gegeben, dass er mit Paramount in Verbindung steht, die den Film dann 2009 unter der Regie von Ridley Scott verfilmen wollten. Ja, da ist leider nichts draus geworden. Tja, 2007 hat dann Uma Thurman die Rechte an dem Buch erworben und wollte das auch verfilmen und selber eine große Rolle spielen. Was weiß ich, vielleicht Sigur Johansson. Warum das Sinn macht, erfahrt ihr gleich. Da kommen wir nochmal separat drauf zurück. Aber ja, auch aus diesem Filmprojekt wurde nichts, wie wir mittlerweile wissen. Deswegen ja auch im Jahr 2018 mein Video. Warum wird das nicht verfilmt? Ja, und im Jahr 2018, im August, um genau zu sein, also ein halbes Jahr, nachdem ich mein Video gemacht habe, hat sich European Alliance aufgemacht und den Schwarm verfilmt. Wie ich es damals schon gesagt habe, es ist zu umfangreich für einen Film als Fernsehserie. Hauptproduziert vom ZDF. Gut, jetzt muss man dazu sagen, ZDF, ja, die haben richtig Geld. Also die haben richtig Geld. Und die haben auch den größten Teil der 40 Millionen, die diese, Achtung, erste Staffel gekostet hat, gestemmt. Jetzt muss man sagen, 40 Millionen klingt auf den ersten Blick viel. Ist es auch, denn es ist tatsächlich die aufwendigste deutsche TV-Produktion, die jemals auf die Beine gestellt wurde. Das heißt, 40 Millionen Euro ist schon eine verdammte Menge Geld für eine deutschsprachige Produktion. Gehen wir jetzt nach Übersee und schauen, was zum Beispiel eine Folge von Die Ringe der Macht kosten, dann sind das ganz andere Dimensionen. Aber davon reden wir ja nicht. Wir reden hier von einer europäischen Produktion. Ja, trotzdem hat man sich natürlich einen großen Showrunner ins Boot geholt. So viel Geld will ja auch ausgegeben werden. Und wer könnte das besser als der Frank Dölger? Der war zum Beispiel bei Game of Thrones involviert. Thrones. Meine Tochter lacht jetzt wieder mit meinem TH, da bin ich nicht so wirklich firm. Ihr wisst, was ich meine, ne? Hier, das Lied von Eis und Feuer von George R.R. Martin. Ja, der war halt involviert und Frank Schätzing war auch mit dabei und der wollte das alles modernisieren, er wollte das alles ins Hier und Jetzt holen mit Social Media, mit direkten Bezügen zur Umwelt, wie es momentan aussieht, zu Krisen, zu Katastrophen und es hätte richtig geil werden können und ich habe mich da richtig drauf gefreut. Die ersten 3 Folgen liefen am 22. Februar diesen Jahres, also 2023, in der ZDF-Mediathek. Und der kleine Michi saß da, wie damals bei John Sinclair, als das lief, da hat er sich genauso gefreut und die Begeisterung war nach den ersten Minuten ähnlich wie bei John Sinclair. Ja, es wurde dann jedenfalls letzten Endes immer weiter gestreamt und am 6. bis 9. März lief der ganze Klumpatsch dann auch im ZDF und im ORF als
Fernsehpremiere mit jeweils 2 Episoden lief. Also direkt hintereinander wurde das gezeigt. So, und wer es noch nicht gesehen hat, der bekommt jetzt eine relativ spoilerfreie Inhaltsangabe nochmal kurz. Es geht also darum, dass es auf der Welt zu Anomalien kommt, die aus dem Meer zu kommen scheinen. Das heißt, es gibt Überfälle von Walen und auf einmal sind Krebse oder Hummer mit einer giftigen Substanz gefüllt und überall auf der Welt gehen verschiedene Forscher hin und finden raus, da stimmt irgendwas nicht, aber diesen Forschern glaubt man nicht, bis es zu spät ist und, oh, ich merke gerade, es wird doch ein bisschen gespoilert. Ja, okay, also an dieser Stelle vielleicht Spoiler-Alarm nochmal ganz kurz, weil ich gerade im späteren Verlauf des Videos kommen wir um Spoiler nicht rum, sonst kann ich euch gar nicht sagen, was mich so an der Serie gestört hat. Oh, das war schon der Hauptspoiler, denn eigentlich sollte das hier ein Video aus der Reihe Filme, die es total verkackt haben werden, aber ganz so schlimm ist es doch nicht, da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Also, auf jeden Fall macht sich dann eine Gruppe von Forschern auf, die herausfinden, dass das Ganze von einer Art nicht Außerirdischen, sondern einer, ach, wie nennt man es denn? Schatz, wie nennt man das? Ich hab's vergessen, hier eine nautische, eine, also aus dem Meer, halt aus dem Meer, eine Bedrohung aus dem Meer, die schon immer da war, die bilden eine Schwarmintelligenz und greifen jetzt die Menschheit an, weil die ja systematisch das Meer verwüsten und die Erde kaputt machen, also schlägt der Planet in Form der also auch im Hörspiel und im Hörbuch und beim Lesen habe ich immer Irr, also YRR. Das hat auch überhaupt keinen Sinn. Es ist einfach nur der Name dieser Spezies, die Sigur Johansson ihnen gibt. Also die schlagen jedenfalls zurück und wollen die Menschheit vernichten. Ja. Und zum Glück gibt es aber noch ein paar tapfere Menschen, die in die Schlacht ziehen. Eine Schlacht, die quasi verloren ist, weil man kann quasi nur verhandeln. Also das ist die Grundgeschichte hinter der ganzen Geschichte von der Schwarm und die wurde dann halt verfilmt. Und wie ich damals in dem Video schon sagte, das Buch ist so detailliert mit seinen Charakteren, dass man schon beim Lesen einen genauen Filmablauf im Kopf hat. Man weiß genau, wie die Leute aussehen. Nehmen wir zum Beispiel Sigur Johansson, da hat sich Frank Schätzing selbst reingeschrieben. Das ist ein älterer norwegischer Herr mit graumelierten Haaren. Er sieht verdammt gut aus, deswegen ist er auch ein absoluter Womanizer. Und genau da haben sie auch den perfekten Schauspieler gefunden. Ja, es ist nicht Maximilian Scheel oder so, sondern dieser junge Mann hier. Und ja, ich sehe direkt auf den ersten Blick die graumelierten Haare, dieser ältere weiße Herr, dem die ganzen Frauen reihenweise hinterherlaufen, wurde hier durch einen Afroamerikaner, hätte ich fast gesagt, aber er ist gar kein Amerikaner, er ist nämlich tatsächlich, ist er ein Schwede und damit passt er schon ein bisschen rein, Norwegen, Schweden ist ja alles, das ist, kann man machen. Das heißt, wir haben hier also einen schwedischen Schauspieler namens Alexander Karim, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, ich will jetzt auch gar nicht versuchen, das irgendwie in einen anderen, ja, also Alexander Karim spielt Sigur Johansson. Jetzt könnte man sagen, okay, kann man machen. Man hat das Ganze ein bisschen modernisiert. Jetzt muss man fairerweise auch dazu sagen, dass das Buch 20 Jahre auf dem Buckel hat und ein bisschen sexistisch ist in seiner Darstellung. Also die Damen in dem Buch sind mehr schmückendes Beiwerk oder halt echt böse, fiese Charaktere und haben also nicht wirklich einen guten Stand. Stattdessen haben wir hier heroische Männer mit, ja, ich möchte ungern toxische Männlichkeit sagen, aber das trifft es eigentlich ziemlich genau. Das trifft übrigens auf die meisten Figuren, insbesondere aber auf Sigur Johansson zu. Ich meine, ich mochte ihn trotzdem. Und hier haben wir die ganze Sache halt etwas weichgespült. Generell hat man das Ganze durch den Vogue-Wolf gedreht, wie man so schön sagt. Wir haben nämlich nicht nur Sigur Johansson, der jetzt die Hautfarbe geändert hat und deutlich jünger geworden ist, wo man ja durchaus noch mit leben kann, sondern wir haben auch die anderen Figuren der Handlung, die wurden ein klein bisschen, sagen wir mal, modifiziert. Wir hätten zum Beispiel den Professor Gerhard Bormann, das ist eine real existierende Person, der wird gespielt von Barbara Sukowa. Ja, und wir merken schon, der Herr Bormann hat sein Geschlecht geändert. Der heißt jetzt im
Film oder in der Serie Katharina Lehmann. Gut, okay, dann wird aus dem Mann halt eine Frau. Kann man machen, ist nicht so schlimm, wenn es eine Ausnahme bleibt. Ja, ich meine, heutzutage wechselt ja sowieso jeder sein Geschlecht, wie er will. Ich will mich da auch gar nicht weiter aus dem Fenster lehnen, ist halt so. Dann haben wir noch Bernard Rocher, ebenfalls eine wichtige Figur in dem Roman. Wird gespielt von Cécile de France. Ja, auch hier haben wir mal eben das Geschlecht gewechselt. Ach, ja, okay, ja, der zweite Mann, der zur Frau wird, ist ja nicht so schlimm. Zumindest was die Sexualität angeht. Bleibt alles beim Alten. Also auch die Damen hier stehen häufiger auf Frauen. Kann ich nachvollziehen, tue ich auch. Von daher alles gut. Sexualität sollte meiner Meinung nach sowieso keine Rolle spielen. Weder im Film noch im Fernsehen oder sowas. Und in so einer Serie, ich meine gut, auch das Buch hatte so ein paar kleine, aber da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. So, dann hätten wir Samantha Crowe. Eine alte, kettenrauchende City-Mitarbeiterin, die man sich so richtig schön vorstellt, da hätte ich mir Katie Bates oder irgendwen gewünscht, wird gespielt von Sharon Duncan Brewster. Hier hat sich nicht das Geschlecht gewechselt, sondern nur die Hautfarbe. Auch da kann ich mit leben, Hautfarbe ist egal. Ja, es sollte keine Rolle spielen, deswegen gehen wir hier auch gar nicht drauf ein. Ethnien spielen keine Rolle, deswegen haben wir auch Grey Wolf. Jack O'Bannon, also Grey Wolf, das ist ein ist ein wichtiger Nebencharakter in dem Buch, das ist ein Freund von Leon Anavak und das ist ein Inuit, der sehr stolz auf seine Herkunft ist. Das heißt, wir hatten hier also schon eine ethnische Gruppe, die man hier schön hätte reinbringen können, lässt man aber total unter den Tisch fallen. Also die Figur gibt es, aber es wird überhaupt nicht mehr drauf eingegangen, was er mit sein. Es ist einfach, er ist da und hier habt ihr Grey Wolf und ich dachte so, hä? Was, der? Okay, ja, aber wo sind denn jetzt die ganzen? Hat man einfach unter den Tisch fallen lassen. Hätte auch sonst wahrscheinlich den Rahmen gesprengt. Ja, wir haben ja hier schon 8 Episoden. Ja, und dann haben wir noch 2 weitere wichtige Figuren. Das sind einmal die Karen Weaver und der Murray Shanker. Die werden beide von Leonie Benesch gespielt. Wieso beide? Wenn man beide zu einer neuen Figur kombiniert hat. Das heißt, die Charlie Wagner, die hier in dieser Geschichte, in dieser Serie auftaucht, die gibt's im Buch nicht, die ersetzt 2 weitere Charaktere. Jetzt muss man sagen, es gab hier ohnehin sehr viele Charaktere, die man einfach rigoros zusammengekürzt hat. Was man auch hier sieht, wenn man bedenkt, was das ein riesengroßer Cast ist und das ist übrig geblieben. Und Klaas Häufer Umlauf ist hier noch gar nicht drauf. Der spielt auch mit. Auch da kommen wir später noch drauf zu sprechen. Wer nicht dabei ist, sind die beiden Antagonisten. In dem Buch gibt es 2 große Antagonisten, die zu einer richtigen Bedrohung werden. Das ist einmal General Judith Lee. Man wollte vielleicht jetzt nicht unbedingt einen Asiaten als Bösewicht haben. Stattdessen hat man einen Asiaten reingepackt, der die ganze Mission finanziert. Man will es ja mit niemandem verderben. Das gleiche gilt für die Amerikaner. Auch mit denen wollen wir es uns nicht verderben. Weswegen der stellvertretende CIA-Direktor Jack Vanderbilt, ebenfalls eine große, böse Figur im Buch, die gibt's auch nicht. Die lassen wir weg. Wir brauchen hier keine Antagonisten. Wir haben doch schon die Ja, da brauchen wir nicht noch Menschen, die dazwischen schießen. Schon gar nicht aus, um Gottes Willen, wenn wir da, das wäre ja furchtbar, wenn wir da jetzt noch die Amis verärgern und die Asiaten verärgern. Ich sag Asiaten, weil ich weiß nicht, ob es Chinesen oder Japaner waren. Ist aber auch egal, die wollen wir ja, die müssen lieb sein bei allen Leuten, ja. Bloß niemanden verärgern. So. Ja, das ist dann der Cast. Und jetzt kommen wir mal zu dem, was das ZDF da draus gemacht hat. Wir haben das Buch, das ist voller Action, voller Spannung. Es hat auch ein paar Durchhänger, das muss man wirklich sagen. Also gerade wenn Frank Schätzing anfängt, über Meeresbiologie zu reden oder über die Arbeiten, die da am Meeresboden, das ist teilweise zäh wie Kaugummi, das zieht sich schon mächtig in die Länge. Das hätte man also gut weglassen können, diesen ganzen wissenschaftlichen Aspekt hätte man auch kürzen können und das Ganze halt auf die Action reduzieren. Aber das ZDF ist ja nicht umsonst das ZDF und wenn wir uns mal anschauen, wer die Zielgruppe des ZDF ist und die Hauptzuschauer, wobei Becky und ich schauen auch gerne ZDF oder generell öffentlich-rechtliches Fernsehen, dann sieht man, okay,
Es sind ältere Leute, die wollen wir jetzt nicht verängstigen, also machen wir das Ganze ein bisschen gemächlich. Sehr gemächlich. Also ich sag mal, das ZDF hat ja auch sehr viele skandinavische Filme im Programm und die erfreuen sich großer Beliebtheit. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, man wollte dieses skandinavische Feeling in den Schwarm reinpacken. Auf jeden Fall ist die Serie zäh. Sie ist zäh, sie ist langweilig, sie zieht sich, es passiert, ja, es natürlich passiert was, aber so langsam. Also man hätte das, was hier in dieser Serie zu sehen ist, auch in einen dreistündigen Film packen können. Also ein Film mit Überlänge hätte gepasst, aber nicht in eine achtteilige Fernsehserie. Und immer wenn man denkt, jetzt geht's gleich los, kommt irgendeiner, tritt auf die Bremse und sagt, ja, nicht so schnell, nicht so schnell, wir haben das noch nicht ausdiskutiert. Ausdiskutiert ist ja übrigens genau der richtige Punkt, denn es wird hier geredet, geredet, geredet und geredet. Unglücklicherweise entstand das Ganze unter Corona-Pandemie-Maßnahmen-Bedingungen. Also während der Corona-Pandemie wurde das Ganze gedreht. Das heißt, die Darsteller sollten sich nicht zu nahe kommen. Das hat zur Folge, dass man die ganze Zeit irgendwelche Leute irgendwo sitzen sieht, aber mit möglichst viel Abstand, gerne auch im Freien. Und dann reden die und reden. Und falls du die Unterhaltung eben verpasst, das ist nicht schlimm. Alles, was da gesagt wurde, kommt in der nächsten Szene nochmal. Dann reden sie nämlich an einem anderen Ort über das Gleiche. Also man hat diese Serie quasi totgeredet. Kein Wunder, dass Frank Schätzing sich auch dazu geäußert hat. Er sagte, die Serie pilchert mehr, als dass sie schwärmt. Damit meint er, da ist nicht mehr viel vom Schwarmfeeling drin, dafür umso mehr von Rosamunde Pilcher. Das ist ja auch sehr, ich sag mal, wo sehr viel geredet wird. Dann haben wir auch die ganzen Beziehungen der Leute, auch zu Leuten, die gar nicht wichtig sind. Man lernt Familien kennen, aber auch nur so am Rande. Ja, man weiß nur, oh, der ist verheiratet, wäre jetzt echt scheiße, wenn ihm was passiert, weil der hat ja auch Kinder, oder die hat ja auch Kinder, ne? Wenn der jetzt was passiert, was passiert, ne? Aber wir wissen, es geht ja kaputt. So, dann haben wir die großen Action-Momente. Jetzt denkt man, wie passt denn das? Wir haben die Überfälle von den Walen, dann haben wir diese Naturkatastrophe, wo die halbe Welt überschwemmt wird, und dann haben wir ganz am Schluss auf der USS Independence, einem riesigen Flugzeugträger, einer unsinkbaren Festung, auf dem sich der letzte Teil des Buches abspielt. Ich sag mal so, ja, da ist ein Schiff und da sind auch Leute drauf, aber man hat keine Spannung, man hat nicht dieses Gigantische, was man hätte haben müssen, um diesen Film oder die Serie auch nur ansatzweise dem Buch gerecht werden zu lassen. Das heißt, man könnte sagen, wir haben hier zwar den Schwarm, wir haben auch die Figuren, zumindest vom Namen her, wir haben auch einen Großteil der Handlung, aber das Ganze sieht so aus, als hätte es irgendeiner auf Wish bestellt. Man sieht nicht, wo die 40 Millionen hingegangen sind. Man sieht es wirklich nicht. Wahrscheinlich hat sich der Showrunner selbst einen ordentlichen Batzen in die Tasche gesteckt. So, dass dann am Schluss, ja, damit meine ich nicht in die Tasche gesteckt, er hat diese Gage bekommen. Ich meine, das ist der Mann von Game of Thrones, der verdient doch schon mal für so eine Serie, da kann er schon mal 20 Millionen kriegen, wa? Hat er ja auch verdient. Bleibt halt am Ende nicht mehr so viel übrig für den Rest. Aber gut, ist halt so. Ist übrigens nur Mutmaßung. Ich weiß nicht, was der Mann gekriegt hat. Ich wollte nur sagen, es sieht so aus, als wäre das Geld irgendwie versunken. Gut. Am meisten geärgert hat mich diese gigantische Flutwelle. Es fehlt dem Film an allem. Die globale Bedrohung, die Naturkatastrophe, dass die Natur zurückschlägt, das alles, ja, man sieht davon nichts. Es passiert nichts. Ja, man krabbeln so ein paar. Gut, gibt es eine Stelle in Venedig, wo die ganzen Tiere aus dem Wasser kriechen. Aber man merkt auch, oh, da ist gerade Pandemie, da laufen gerade mal drei Leute rum. Ne? Also, ja, das ist jetzt nicht so schlimm. Und auch die Flutwelle. Wir hatten ja hier vorletztes Jahr im Ahrtal, ich sag mal so, im Film sieht es auch nicht schlimmer aus. Ja? Also, da hätte deutlich mehr kommen müssen. Schon vor Jahren.
vor vielen, vielen Jahren gab es 2012 oder davor gab es Day After Tomorrow. Da haben wir, so hätte das aussehen müssen. Das war vor Jahren schon möglich mit Computereffekten. Und Computereffekte, also muss man auch sagen, da sind Computereffekte drin, die sind nicht schön. Also da sieht man nicht wirklich, ne? Aber das steht auf einem ganz anderen Blatt. Auf jeden Fall, hier fehlt es an allem. Es fehlt an Tempo, es fehlt an Spannung, es fehlt an Action, es fehlt an interessanten Charakteren. Hier ist alles so ein bisschen gemächlich, zu langatmig. Dann hat man noch den Schluss geändert. Hier will ich jetzt gar nicht näher ins Detail gehen, aber wer das Buch kennt, weiß, wie es aufhört. Die Serie hört anders auf. Muss sie auch, denn man will ja weitermachen, ja? Eine Kuh wird ja so lange gemolken, bis sie zum Schlachthof gebracht wird und dann machen wir noch ein paar Burger draus. Die ganze Serie ist auf 4 Staffeln mit insgesamt 32 Folgen ausgelegt. Das heißt, wir können uns diesen Dreck noch wir können uns darauf freuen, dass hier noch 2, 3 weitere Staffeln kommen. Nur was da passieren soll, ich weiß es nicht, weil die Geschichte ist zu Ende. Man hat schon das Buch verfilmt, nicht gut, aber man hat es verfilmt. Also die Geschichte ist auserzählt, auch wenn noch so viel fehlt. Naja, gut, okay. So, das war jetzt die Serie. Jetzt kommt der springende Punkt, auf den ihr vielleicht gewartet habt, denn das Video ist ja ein Blu-ray-Disc.de Video, denn diese Serie erscheint jetzt auf Blu-ray-Disc und zwar jetzt am Freitag, den, was ist es, der 29., der 8., der 28., der 28. April 2023 erscheint die Serie auf Blu-ray-Disc bei Filmjuwelen. Filmjuwelen im Vertrieb der, ich glaube, Alive war das. Es steht unten drin, es steht unten in der Infobox. Die bringen die Serie raus. Und zwar so. So, ja, also, das ist jetzt etwas, wo ich auch gesagt habe, okay, ja, man bringt eine 8-teilige, in sich geschlossene Miniserie, denn auch wenn die Serie auf 4 Staffeln ausgelegt ist, haben wir jetzt erst einmal hier eine Serie, die in sich geschlossen ist. Das heißt, wenn es jetzt keine weiteren Staffeln mehr gibt, haben wir nichts versäumt, weil die Geschichte ist erzählt. Endet zwar mit einem Cliffhanger oder endet offen, aber ist im Prinzip erzählt. Warum zum Teufel bringt man eine in sich geschlossene Serie, die am Stück ausgestrahlt wurde, in 2 Veröffentlichungen auf den Markt? Ich meine, klar, kann man 2-mal kassieren. Ja, irgendwo muss das Geld ja für die nächsten Staffeln herkommen, was? Aber das hier ist, ja, ich will jetzt nicht Abzocke sagen, aber es schmeckt doch verdammt danach. Ich meine, jetzt könnte man sagen, okay, ich hol mir jetzt hier, ne, ich guck erstmal rein. Ich will erstmal gucken, ob das was taugt und ich will nicht direkt alles haben, also kaufe ich mir hier. Aber wer fängt, du guckst doch auch nicht Ben-Hur bis zur Hälfte. Ja, oder noch schlimmer, ja, ich fange Ben-Hur in der 2. Hälfte an, mich interessiert nur das Wagenrennen, der ganze Dreck auf dem Sklavenschiff und so, da muss ich gar nicht wissen, ist unwichtig, ne, ich guck nur, nein, das hier ist Abzocke, meine Meinung, das hier ist Abzocke, eine Serie, die zusammenläuft, die zusammengehört, die eine zusammenhängende Geschichte erzählt, kommt nicht zeitgleich, nicht, dass die hier am Montag kommt und die hier einen Monat später oder so, beziehungsweise andersrum, das sind ja die ersten 4 Folgen. Nein, die kommt zeitgleich in den Handel und das ist scheiße. So, ja, jetzt kommen wir aber mal zu der Veröffentlichung an sich. Die hat nämlich hier, ja, einmal einen schönen Schuber. Und da muss ich sagen, doch, ja, das macht Filmjuwelen ja immer so. Die haben hier diesen schönen Schuber drumherum. Da ist auch kein FSK-Flatschen drauf. Der ist auf der Einschweißfolie gewesen. Und dann haben wir hier noch diesen, diese Keepcase. Und in dieser Keepcase haben wir auch noch ein Wendecover. Guck mal, ist das nicht geil? Da braucht ihr gar keinen. Ja, können wir rumdrehen, dann haben wir gar nicht mehr. Den FSK-Flatschen vorne drauf ist doch toll. Und jetzt auch noch, wir haben auch noch ein Heftchen mit dabei. Und zwar bei jeder der beiden Veröffentlichungen ist ein Heftchen mit dabei, geil, oder? Und da haben wir ganz viele Hintergrundinformationen hier und viele Bildchen. Ne, hier so viele Bildchen sind es gar nicht. Ne? Ja, hier so ein paar Bildchen. Aber ihr seht ja, wie beim Mediabook von mir auch immer kritisiert, das sind keine Bildchen aus dem Film, sondern hier so Behind-the-Scenes-Material von den Dreharbeiten. Finde ich also per se gar nicht schlecht. Hier, ja, können wir nochmal das Becken auf der
Independence sehen, ja, oder hier, ja, nochmal den Kran im Bassin, wo gedreht wurde, und hinten natürlich ein bisschen Werbung. Aber gut, das müssen wir jetzt nicht kritisieren, können ruhig ein bisschen Werbung machen, ne? Ist jetzt nicht so wichtig. So, ja, trotzdem muss ich sagen, gefällt mir diese Veröffentlichung nicht. Man hätte ja genauso gut auch eine Doppel-DVD oder eine Doppel-Blu-ray rausbringen können, wo dann alles drauf ist. Vielleicht kommt die ja in ein paar Wochen. Wer weiß, wenn die hier schön abverkauft wurden, dann bringen die vielleicht so eine Komplettbox raus. Weiß ich aber nicht. Ist nur Mutmaßung. Aber möglich wär's. Oder dass sie die vielleicht als Bundle verkaufen. Wird ja auch Sinn machen. Ja, hier zwei zum Preis von einem. Ja, da haben wir auch noch ein Heftchen drin, das zeige ich euch natürlich auch. Hier haben wir bei Staffel 1, bei Folge 1 bis 4 haben wir auch ein Heftchen, auch hier. Ja, vorne schönes Bildchen drin und dann jede Menge Text. Und hinten dann auch noch ein bisschen Behind-the-Scenes-Material. Hier Klaas Häufer Umlauf, den hatte ich eben nicht erwähnt. Habe ich gesagt, ich habe gedacht, als ich gelesen habe, Klaas Häufer Umlauf spielt hier mit, dachte ich, was soll das denn? Der hat mich echt überrascht. Ich muss sagen, Klaas Häufer Umlauf hat mich echt überrascht. Ich mag Joko und Klaas sehr gerne, aber halt als Komiker. Und hier zeigt er halbwegs, dass er auch ein ernsthafter Schauspieler sein kann. Aha, ich meine, ich habe ihn ja schon vorher gesehen, in Die Goldfische spielt er zum Beispiel auch mit, aber winzig kleine Rolle, die Rolle hier ist etwas größer, um nicht zu sagen, es ist eine wichtige, tragende Rolle und eine tragische Rolle obendrein, aber ich will jetzt auch nicht weiter vorgreifen. Er hat mich überzeugt, also das fand ich wirklich gut. Jetzt, okay, er wurde synchronisiert, weil das Ganze wurde auf Englisch gedreht, er hat sich zwar selber synchronisiert, aber dadurch wirkt das Ganze so ein bisschen gestelzt. Das trifft übrigens auf die meisten Leute zu. Auch die, die sich selber sprechen, klingen irgendwie falsch, irgendwie künstlich. Und das hat man bei deutschen Serien ja häufig, aber hier, ich meine, gut, das Gute ist, man kann alles astrein verstehen. Das hat man ja, wenn das nicht synchronisiert ist, nicht, wenn es vor Ort aufgenommen wird, hat man ja oft, dass der Ton nicht so gut ist. Und jetzt kommen wir auf die Qualität zu sprechen, denn die Bildqualität dieser beiden Blu-rays hier liegt nur in 1080i vor. Das heißt, so wie es auch ausgestrahlt wurde im ZDF HD oder halt in der Mediathek. Das heißt, es ist kein Full HD. Es ist also noch Platz nach oben. Das heißt, also qualitativ habt ihr hier keine Steigerung gegenüber der Mediathek oder der Ausstrahlung im Fernsehen. So, jetzt ist natürlich die Frage, warum sollte man sich das überhaupt kaufen, ja, wenn man es ja auch streamen kann. Jetzt hat natürlich nicht jeder alle Streaming-Dienste abonniert. Ne? Und wenn das jetzt auf Netflix, Disney Plus, Paramount oder sonst wo laufen würde, würde ich sagen, okay. Aber es handelt sich hier um einen Titel aus der ZDF-Mediathek. Für die bezahlt ihr sowieso, ob ihr wollt oder nicht. Und da könnt ihr euch das Ding auch streamen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie lange kann ich das streamen? Denn das ZDF geht immer wieder mal hin und nimmt Streaming-Titel raus. Ja, und das ist halt der Punkt, ja. Ihr könnt nicht wissen, wie lange es da ist. Hier habt ihr es für die Ewigkeit. Und außerdem, vielleicht seid ihr Sammler, so wie ich. Also ich hätte sie auch nicht gebraucht. Aber ich habe gedacht, ich nehme sie mal mit. Stellst du sie dir rein, ja, kannst du sie deinem Publikum zeigen. Ist ja auch schön. Kannst du drüber schimpfen. Obwohl, so schlimm war es doch gar nicht, oder? Wir sind noch nicht fertig. Wir sind noch nicht fertig. Dann kann man sie hinstellen, man kann sie anfassen, man kann das Buckel gucken und außerdem haben wir hier auch noch Bonusmaterial mit drauf. Ich gehe mal ein bisschen zur Seite, hier steht das, ja, massenhaft Bonusmaterial. Unter anderem haben wir bei Episode 1 bis 4 haben wir Video-Interviews und Behind-the-Scenes-Clip und ein Making-of. Und ja, das Booklet natürlich auch und der Schuber steht hinten auch als Bonusmaterial drauf. Und dann haben wir hier, das ist richtig geil, hier haben wir zwei Dokumentationen. Einmal, wie gefährlich sind Wale und einmal, welche Bedrohung lauert im Meer. Das kommt mir auch so bekannt vor, kennt ihr? Ja, das lief auf Terra X. Das sind Terra X Dokumentationen, die findet ihr übrigens auch in der ZDF Mediathek. Aber auch hier, wer weiß wie lange. Und vielleicht will man ja auch mal einfach eine Scheibe gucken und nicht streamen. Ist ja auch für die Umwelt besser. Und ich sag mal so, Umwelt ist ja hier, wird ja groß geschrieben. Geschrieben im Buch, im Film nicht so. Aber das ist ja auch irrelevant. So, ja,
Also so oder so, diese Veröffentlichung für Sammler auf jeden Fall zu empfehlen. Da habt ihr sie, könnt ihr sie schön ins Regal stellen und jederzeit gucken, selbst wenn das Internet mal weg ist oder ihr kein Internet habt oder ihr sagt, Mensch, hier, ne, ich möchte aber gerne was in der Hand halten. Trotzdem kritisiere ich an dieser Stelle nochmal die Veröffentlichung von zwei Einzeldiscs und die Serie selbst. Ich sag mal so, sie ist nicht so geil, wie ich erwartet habe. Obwohl, doch, sie ist nicht so geil, wie ich erwartet habe, aber auch nicht so schlecht, wie ich befürchtet habe, nachdem ich die ersten Bilder, Trailer und so weiter gesehen habe. Das heißt, man kann sie also durchaus gucken, sollte aber nach Möglichkeit das Buch wegschieben, vergessen und die Serie für sich wirken lassen. Dann funktioniert das Ganze vielleicht ein bisschen zu woke, aber das machen ja mittlerweile alle. Und da wollen wir jetzt auch gar nicht so drauf rumhacken. Ja, es geht ja auch hier um die Serie selbst. Aber trotzdem, sollte man hier vielleicht noch eine Staffel nachschieben, dann macht's bitte, bitte etwas schneller. Und damit meine ich nicht, dass das so schnell wie möglich veröffentlicht wird, sondern zieht das Tempo der Serie ein bisschen an. Würdet ihr gut tun und uns dann auch. Ansonsten können wir uns darauf freuen, auch die nächsten 3 Jahre abends noch gemütlich auf dem Sofa. Und ihr habt trotzdem nichts verpasst. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ansonsten schreibt mir gerne unten in die Kommentare, was ihr von der Serie haltet, ob ihr das gesehen habt, ob ihr diese Veröffentlichung haben wollt. Oder wenn ihr jetzt nicht sicher seid, vielleicht schaut ihr mal in der ZDF Mediathek vorbei und guckt euch die erste Folge an. Und dann, wenn es euch gefällt, dann könnt ihr euch die Scheiben auch ins Regal stellen. Bis dahin, bleibt gesund, bleibt geil. Euer Marc.